Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit in diesem Video. Ich habe jetzt die Zeit genutzt, während der kleine Mann noch geschlafen hat und habe mich schon mal soweit ready gemacht, geduscht und so weiter. Was man so macht, ne, während die Babys schlafen, Haushalt. Und jetzt ist er wach geworden, ich stille ihn und dann mache ich auch ihn frisch. Dann wird er gewaschen und ein schönes Outfit wird dann angezogen, ne? Heute haben wir nämlich einiges vor und ich habe gedacht, ich nehme wieder die Kamera mit. Zum einen wollte ich mit euch kochen und zum anderen steht was ganz Besonderes an. Wir gehen nämlich bowlen. Und zwar ist es so, dass es ein Ritual ist, eigentlich an Weihnachten für uns, also als Familie. Aber der kleine Mann, der ist ja an Weihnachten zur Welt gekommen, also vor Weihnachten. Aber ich war ja sehr lange im Krankenhaus, leider. Und deshalb ja, konnten wir nicht bowlen gehen, was jetzt auch nicht schlimm war. Das holen wir jetzt einfach heute nach, ne? Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. Ich glaube, er ist nochmal eingeschlafen. Ha? Du wolltest doch gerade trinken. Hm? Schlafkappe. Okay, also, ganz viel Spaß beim Video. So, jetzt ist der kleine Mann satt und zufrieden. Muss noch aufstoßen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, ne? Und dann mache ich ihn frisch. Genau. Schaut mal da. Sind die Blumen vom Valentinstag noch. Die sind noch richtig schön. Okay, also ich gehe aber schon mal ins Kinderzimmer rüber. So, ich habe jetzt die Klamotten zurechtgelegt. Wir waren auch schon im Bad. Ne? Da habe ich den kleinen Mann gewaschen. Ne? Die Füßchen. Die Füßchen haben wir gewaschen. Ne? Der fixiert voll seine Punkte. Das ist so süß. Ne? Da schaust du gar nicht die Mama an, nur deine Punkte. Nur die sind interessant, ne? Hat dir jemand die Punkte geklaut? Diese goldfarbenen, ne? Weiß jetzt gar nicht, ja, ihr könnt sie sehen. Genau, hatte ich euch auch auf Instagram erzählt, dass er die total anhimmelt, seine Punkte, ne? Da brauchen wir gar kein Mobile. Sehr gut, sehr gut. Okay, also dann mache ich jetzt mal den kleinen Mann frisch. Ich habe jetzt dieses Outfit hier für heute rausgesucht und zwar diesen kleinen Fuchs hatte ich euch auch in meinem Fashion Haul erzählt. Da war ich ja so ein bisschen unsicher, was ich mitnehmen soll nach Berlin. Es ist dann tatsächlich der Fuchs geworden. Vielleicht habt ihr ja das Video dazu gesehen. Und das hatte er gestern an. Das Schäfchen, das muss jetzt noch in die Wäsche. Finde ich aber auch total süß. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann natürlich eine Strumpfhose, ein Body. Und dann dieses Jäckchen hier. Das hat er von meiner Freundin geschenkt bekommen. Das ziehe ich auch super gerne an. Und dann habe ich noch diese süßen Söckchen. Da ist der Igel drauf. Ja, ne? Da ist der Igel drauf, ne? Den magst du auch, oder? Nö, ne? Interessiert dich nicht, was da drauf ist. Okay, also dann mache ich ihn jetzt mal frisch. Und dann gehen wir noch eine Runde raus mit der Bella. Das ist ganz gut. Dann kann ich euch auch mal den Kinderwagen zeigen. Da fragen mich nämlich auch super viele nach welchem Kinderwagen du hast, ne? Genau, aber ich trage halt auch sehr, sehr viel, gerade morgens, wenn ich mit Bella rausgehe. Dann ist es einfach total angenehm, wenn ich das Tragetuch verwende. Und das geht dann auch ganz schnell. Dann packe ich den kleinen Schatz da rein. Und dann gehen wir immer eine Runde spazieren und wärmen uns gegenseitig. Und du magst es, ne? Hier zu liegen, ne? Der lacht voll süß. Du lachst so süß, ne? So, fertig. Der kleine Fuchs lacht sich gerade mit Max kaputt. Da, Igel, Söckchen. Ha, willst du uns was erzählen? Ha? Die Outfits, die ich euch vorhin gezeigt habe, die sind übrigens vom Online-Shop Mamarella. Hatte ich euch auch schon in meinem Fashion Haul erzählt. Kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ne, du willst auch erzählen, ne? Und ja, die haben auch ganz tolle Umstandskleidung. Und ja, da wollte ich mir auch noch einen Still-BH aussuchen und mal schauen, wie die so sind. Genau, werde ich euch dann auch auf jeden Fall berichten. Ne, kleiner Igel. So süß. Das ist so süß. Kriegst du es hin, Max? Ja. Also dann komm. Go, Max, go, Max. Für meinen Mann und mich gibt es selbstgemachte Ravioli. Also ich habe auch den Teig selbst gemacht mit Hartweizengrieß, warmem Wasser, einfach einen Teig gemacht und dann habe ich das Ganze ausgerollt und dann eben so Kreise ausgestochen. Ich werde Aubergine anbraten, also hier ist Olivenöl, erst Zwiebel dünsten, dann eben
die klein geschnittene Aubergine rein. Wahrscheinlich mache ich auch noch Paprika mit rein. Ich hatte nämlich noch was übrig. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe noch einen Bulgursalat gemacht. Und genau, dann fülle ich das Ganze und dann wird das eben in kochendes Wasser reingelegt, ganz kurz nur. Und die Soße mache ich dann auch noch gleich dazu, seht ihr gleich. Jedenfalls hatte ich selbstgemachte Orecchiette gemacht. Vor ein paar Tagen auf Instagram hatte ich euch das gezeigt. Ich speichere das jetzt mal immer in den Highlights ab. Also falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen auf Instagram. Und es geht wirklich super einfach. Also selbstgemachte Nudeln, richtig lecker. Man weiß, was drin ist. Und ja, wie gesagt, geht richtig schnell. Ich mache jetzt hier mal weiter. Für meine Jungs gibt es mal wieder Schweinelende. Wie soll es auch anders sein, ne? Es ist halt deren Lieblingsgericht und deshalb mache ich es halt sehr, sehr gerne. Da kommen dann noch Bandnudeln dazu. Dann noch Gemüse mache ich für die Jungs. Und genau, ich mache jetzt hier mal weiter, damit ich rechtzeitig fertig bin, ne? Jetzt kommen die Auberginen dazu. Hauptsache ein SpongeBob-Brettchen, ne? Ganz wichtig, damit das Essen auch wirklich gelingt. Kleiner Spaß. Auch noch ein bisschen mehr Olivenöl. Heieiei. Da ist es. Ich habe nur noch ein ganz bisschen von meinen Eltern. Oh Mann. Es wird Zeit, dass wir wieder nach Italien fahren, ne? So. Schon besser. Olivenöl ist gesund. Man darf es nur nicht zu heiß werden lassen, ne? So, das ist jetzt für die Füllung. So eine Art Ratatouille. Das kommt jetzt eben in meine Ravioli rein. Lecker war's. Tisch ist abgeräumt. Küche ist soweit ready. Ich habe jetzt hier mal Ersatzklamotten. Wir wollen nämlich jetzt los. Wer hat's gemerkt? Es waren doch nicht die Ravioli. Ja, mir ist nämlich ein kleines Malheur passiert. Ich wollte es abgießen und dann habe ich mich erstmal richtig heftig verbrannt. Und ja, egal. Ich habe jetzt Nudeln dazu gemacht. Also gut, wir gehen jetzt los zum Bohlen. Hier habe ich auch noch was für meine Cousine zurecht gemacht. Kann ich euch dann auch noch zeigen. Außerdem wollte ich euch ja noch zeigen, was angekommen ist von Tausendkind. Personalisierte Sachen für Liam. Da hattet ihr mich auch gefragt, ob ich euch das zeigen kann. So, schaut mal, was angekommen ist für unseren Schatz. Ich habe jetzt alles mal raus, damit ihr es besser sehen könnt. Also hier dieses Aufbewahrungsteil. Da werde ich wahrscheinlich Söckchen reinlegen oder Strumpfhosen oder Spielsachen. Mal sehen, das Kissen hier mit dem Gold. Das ist bestickt. Richtig schön. Hier hat es so Quasten. Also sehr, sehr passend für sein Zimmer. Fotoalbum. Hier sind so Füßchen drauf gemacht und sein Geburtsdatum ist da auch noch drauf. Dann das Teil hier. Das ist, glaube ich, so ein kleines Halstuch. Ich muss mal schauen. Hier wollte ich nämlich eigentlich für einen Schnuller haben. Aber ich muss mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Das sah auf der Internetseite irgendwie anders aus. Werde ich mich mit beschäftigen. Und hier habe ich jetzt noch ein Kissen. Und hier habe ich auch noch was richtig Schönes. Moment. So. Und zwar ein Handtuch. Hier kann man wieder das Köpfchen reinlegen nach dem Baden. Von der Qualität wirklich sehr, sehr schön. Das ist die Marke, so nennt die sich. Und genau, das war jetzt in dem Paketchen. Das war da auch noch so außenrum um dieses Paket. Ja, bin sehr, sehr zufrieden. Ne, Bella? Was meinst du? Bella schläft. Hat sich auch interessiert, das Paket? Nee, ne? War ja nichts für dich dabei. Okay, ich verräume das jetzt mal alles und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir müssen jetzt los. Also, bis gleich. Da ist die Bella. Bella, gehst du mit? Hm? Gehst du mit? Und hier ist unsere Autoschale von Maxi Cosi, der Pebble Plus. Ich habe euch den schon ganz oft gezeigt. Hier ist mein Sitzverkleinerer. Den kann ich dann ganz einfach rausmachen, wenn der kleine Mann größer ist. Der Pebble Plus war übrigens die erste Babyschale nach E-Size. Mittlerweile gibt es natürlich noch mehr Babyschalen, die der neuen EU-Sicherheitsnorm entsprechen, ganz klar. Aber wie gesagt, die Babyschale Pebble Plus war eben die erste. Der Pebble Plus ist bis zu 75 cm geeignet, was circa einem Jahr entspricht. Also nach E-Size-Verordnung gilt nämlich die Größe als Maßstab. Und wir haben da noch ein bisschen was von unserer schönen Babyschale. Schnallen müssen wir den kleinen Mann natürlich auch, ne? Und los geht's. So, da bin ich wieder. Ich wurde übrigens ganz oft gefragt,
ob ich die Isofix-Station weiterempfehlen kann, beziehungsweise ob ich was darüber sagen kann. Also es ist so, dass ich eine von Maxicosi habe. Ich nehme einfach nur die Autoschale, die eben auch von Maxicosi ist, also der Pebble Plus, habe ich euch ja vorhin erzählt. Ich packe den einfach und musste nur auf diese Station draufklicken. Und für mich ist es halt eine riesen Erleichterung, also es ist total easy. Bei meinen Jungs hatte ich das nicht, da war es halt so, da musstest du den Gurt nehmen und dann einmal ja in der Mitte quasi rum, einmal um den Maxicosi rum, also um die Autoschale und dann in den Anschnaller rein. Und das war halt ein bisschen aufwendiger. Es geht natürlich auch, aber ich bin jetzt so begeistert und so glücklich, dass ich das Teil habe. Also es ist eine mega Erfindung. Die Installation, also quasi das Anbringen, war total easy. Das hat mein Mann gemacht, als ich im Krankenhaus war. Das war echt total einfach. Und es ist so, dass wenn ihr quasi die Autoschale reinmacht, dass dann ein Ton zu hören ist, wenn ihr es richtig gemacht habt, beziehungsweise dass auch ein Signalton quasi zu hören ist, wenn ihr es falsch gemacht habt. Und ihr seht es auch vorne. Also das kann man dann auf dem Display sehen und ich finde das so eine geniale Erfindung, wirklich. Also ich kann euch das sehr, sehr empfehlen. Ich bin so glücklich, dass ich das habe. Es ist halt auch wichtig, dass ihr das Kind so lange wie möglich rückwärts fahren lasst. Dafür habe ich auch einen Spiegel, sodass ich den Kleinen sehen kann. Also ich schaue hier rein und sehe, was er macht durch den Spiegel dahin. Ich finde es auch super praktisch, hatte ich bei den Jungs auch nicht. Jetzt geht es natürlich noch, jetzt schläft er ja ganz, ganz viel. Die Decke mache ich ja runter, da kann also auch nichts passieren. Aber wenn die Kinder dann älter sind, ist es natürlich auch toll, dass man sie während der Fahrt sehen kann. Also wenn man alleine fährt. Und ich fahre ja viel alleine, das wisst ihr ja. Und was hattet ihr mich noch dazu gefragt? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ja, also falls ihr die Möglichkeit habt, dann holt euch auf jeden Fall so ein Teil. Ich bin, wie gesagt, total begeistert. Und jetzt muss ich mich wirklich beeilen, weil wir einen Termin haben. Also wir haben die Bahn quasi reserviert. Und wenn wir zu spät kommen, ist es natürlich total doof. Macht man ja auch nicht, dass man irgendwohin zu spät kommt, ne? Aber mit Baby ist das manchmal gar nicht so einfach. Aber wir sind noch in time und alles gut. Ich wollte es euch jetzt eben noch mal ganz kurz sagen, weil mich viele danach gefragt hatten. Und jetzt fahren wir los zum Bohlen. Los geht's. Okay, ich zeig's euch mal. Zack. Und dann haben wir den Klingelton gehört und wir sehen auch, dass wir alles richtig gemacht haben. Und es ist übrigens auch sehr, sehr wichtig, dass der Bügel immer während der Fahrt nach oben ist. Also das ist aus Sicherheitsgründen sehr, sehr wichtig. Und so macht er euch denn dann wieder raus. Ein Klick. Läuft bei dir. Super gemacht, Lucky. Das war aber noch drin. Nee. Was, Max, bist nicht so der Pro, hä? Der Lucky ist der Pro. Go, Max! Max, du musst noch ein bisschen üben. Lucky, Schatz, du bist der Pro, ne? Bringst du den Liam bei? Max war gestern auf Feiern. Wir müssen ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Der ist, glaube ich, erst um 6 Uhr ins Bett heute Morgen. Der Lassi, gut, gut, Alessandro. Super, Luki. Nochmal. Jetzt kommt die Geschichte.
Max fragen. Schau, Luki, mit der flachen Hand. Infern. So laut. Max. Schön war's. Der Luki hat alle beim Kegeln abgezogen oder beim Bowlen, besser gesagt. Der Max hat mich bei diesem anderen Spiel abgezogen. Wie heißt es überhaupt? Wie? Airhockey. Airhockey, okay. Luki, Schatz. Hat der Max dich abgezogen? Ja. Nächstes Mal ziehst du ihn ab. Der hat ja auch viel mehr Übungen. Da drüben ist nämlich die Disco und da sind die immer, ne Max? Ja, und da schlagst du Leute immer auf die Disco. Dann kommt er immer hierher heimlich zum Üben. Ne Max, du übst immer hier heimlich, gibst du. So, jetzt geht's nochmal zu Burger King. Geschmack ist King. Ich hätte gerne einen Hot Brownie. Ich auch. Echt? Ja. Oh, lecker. Ausnahmsweise, wo ist denn Alessandro? Fährt er beim Papa mit? So, bist du jetzt wieder schön frisch? Schaust wieder nach deinen Punkten, ne? Ja. Ja. Sind sie noch alle da? So, meine Lieben, ich habe jetzt den kleinen Mann frisch gemacht. Ich habe ihn davor nochmal gestillt. Meine Männer sind draußen mit Bella. Und hier wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Ich werde mir noch einen Tee machen und dann kuscheln wir auf der Couch. Ne? Es war jedenfalls total schön beim Bowlen und wir hatten sehr viel Spaß alle zusammen. Ich hoffe, dass ihr euch gefreut habt, dass ich euch wieder eine Runde mitgenommen habt. Ne, mein Schatz? Ja, ne? Ich schreibe euch alle Infos unten in die Infobox. Falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann sorry. Aber ja, wir kuscheln jetzt eine Runde und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Willst du auch Tschüss sagen? Willst du auch Tschüss sagen? Nee, ne. Nee, ne.